Wer hat das denn jetzt da schon wieder hingestellt? Ich. Ich. Ich fand, der Mülleimer ist kein schöner Platz für euren Bruder. Ihr freut euch doch auch, dass ich wieder da bin, oder? Stefan, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, hier zu sein einfach. Ich freue mich, wir haben ja schon gespielt und ich finde es geil. Als ich erfahren habe, dass Stefan zurückkommt, habe ich mich gefreut. Und es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre er nicht weg gewesen. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es trotzdem wieder direkt vertraut, findest du nicht? Ja, finde ich auch. Du hast uns jahrelang in dem Glauben gelassen, du seist tot. Und jetzt kreuzst du hier auf und willst Geld. Ja, ich finde, es steht mir zu. Mutti hat hier nichts vererbt. Ja, wie denn auch? Ich war tot. Also ich habe ja auch jahrelang mit Stefan gespielt und nicht mit Till, also mit Rolle Till. Und wir haben halt eine Gemeinsamkeit. Wir sind nämlich beide uneheliche Kinder von Wolfgang. Und deswegen waren wir, glaube ich, schon immer ein Team. Ich glaube, Sina kann noch 10.000 Mal irgendwas Schlechtes tun und ich würde sie immer noch sehr lieben als meine Schwester und sie immer noch beschützen und ihr viel mehr verzeihen, also als ich zum Beispiel Till verzeihen würde. Rolf ist ein Stratege, der hat sich halt was überlegt und das ist natürlich in Rolf-Manier immer auch ein bisschen was Extremes, aber ich glaube, dass er eigentlich eher mit den Gefühlen der Erwachsenen spielt, als mit denen der Kinder im negativen Sinne. Das heißt, er haut die Erwachsenen in die Pfanne, aber die Kinder nicht. Also ich glaube, Rolf würde den Kindern niemals irgendwas antun, aber auf die Idee, dass wir es einfach darauf ankommen lassen, weil wir wissen, dass Rolf den Kindern nichts tut, auf die kommt Sina und kommen Sina und Till natürlich nicht. Also es gibt eine Szene, an die ich mich immer wieder zurückerinnern werde, und das war dein allererster Abschied. Da saßen wir im Knast in der Zelle und da habe ich so geweint, dass ich kaum sprechen konnte, weil das auch ein persönlicher Abschied war und es fiel mir wirklich sehr schwer, die Szene zu spielen, ja. Es ist schon eine Menge Gutes dabei gewesen, ne, fand auf ich. Jeden also so, das ist, also, das ist schon schwer, oder was ich. Aber ich erinnere mich an diese Knastgeschichte, jetzt wo du es sagst, irgendwie. Also ich wäre auf jeden Fall dafür, dass Rolf und Sina sich wieder vertragen und auch mal wieder schönere Tage zusammen erleben. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass Sina und Rolf sich wieder vertragen und auch schönere Tage erleben. Rolf ist zurück, um immer wieder das Leben zur Hölle zu machen. Und wie das aussieht und wie es ausgeht, das seht ihr von Montag bis Freitag um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf TV Now.